Sieben! Sieben! Bravo! Ich bin extravagant, ich bin überragend und ich bin der Soxen-Rapper Nummer 1. Der erste siebenbürgische Rapper auf der ganzen Welt. Du messst unsere Socks, ist das Socks, Motherfucker? Sieben derige Socks, sieben Kasse Power. Ich hab mehr Gier in dem Kopf, alle auf der Zange. Hätte Uniform allein. Hey, die so ein bisschen Bounce, das ist meine Oma. Das ist die Mutter von meiner Mutter. Die war zufällig auch im Garten, als wir den Videoclip gedreht haben. Und die haben wir ein bisschen animiert, dass sie ein bisschen mitbauen und so, gerade für so einen ironischen Teil auch. Ja, fanden alle sehr, sehr witzig. Also auch alle haben meine Oma gefolgt. Ne? Ich singe nicht, ich mache Socks ist Rap. Ich rappe auf siebenbürgisch. Das kam so, ich habe angefangen auf Deutsch zu rappen. Das war so um die Jahrtausendwende, 2000, also seit 12 Jahren. Habe ich einfach aus Lust und Laune angefangen, Texte auf Deutsch zu schreiben und so. Und dann kam ich halt einfach auf die Schnapsidee, einfach das Ganze mal auf siebenbürgisch mal umzusetzen, ist natürlich schwieriger, das Ganze. Aber durchaus erfolgreicher, weil wir sind da aufgetreten vor 5000 Leuten gleich, was nicht mal die Großen im Deutschrap-Geschäft sich jemals erträumt hätten. Ich trete prinzipiell hauptsächlich auf siebenbürgisch sächsischen Veranstaltungen an, auf Bällen. Natürlich auch auf dem Heimattreffen der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl trete ich auf. Hauptsächlich mit der Band Amazonas Express, mit dem Frontsänger Jürgen aus Siebenbürger, ist mein Partner. Und wir machen das Ding, da geht's vorwärts, ganz klar. Was verbinde ich mit Siebenbürgen? Ist natürlich ein absolutes Heimatgefühl für mich, weil ich natürlich daher stamme. Also ich bin in Hermannstadt geboren, ich bin absoluter Siebenbürger Sachse, wir sagen Baufisch-Socks, sagen wir dazu. Ja, mit Siebenbürgen verbinde ich eine große Gemeinschaft, eine Brüderschaft, viel Grillen im Garten, viel Party, viel Trinken. Gut essen und gut trinken. Rappen ist für mich absolute Leidenschaft, weil ich das sehr gern mache, weil es mir Spaß macht, weil ich dadurch meine Kreativität entfalten kann und weil es vor allem den jungen Siebenbürger Sachsen etwas gibt, was sie vorher noch nicht hatten. Ja, nervös. Ich bin nicht wirklich nervös. Innerlich vielleicht so, schlägt so die Hi-Hat so ein bisschen. Aber eigentlich bin ich eine ausgebildete Sau, bin ich ganz cool. Nervosität. Ja, also nach den Auftritten bin ich immer präsent. Ich bin immer der Typ, der abschließt, der die Halle dann zumacht nachher. Ich bin so ein Typ, ich kann das nicht akzeptieren, dass Leute gehen, bevor die Party zu Ende ist. Ey Mann, ich nehme den Chokan, nur ich schlur auf dem Vulkan. Aber dies gerät mir elend, als wäre ich ein Choban. Et gedacht, du stoh nicht auf, ob ich keiner wollen spoxen. Doch ich komme auch auf Wort nicht wel, weil ich richtig Socks bin. Ich bin Socks, Motherfucker. Sieben derige Socks, sieben Kasse Power. Ich hab mehr Gier in dem Kopf, Pali auf der Zange. Ente Uniform allein, Flow hoch, ruhig, schlieg mein Herz. Right now, we're after.